Folge 21 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind hier im Berchtesgadener Land von der Draufsicht gerade zu sehen und wir haben letztes Mal hier unten eine Schule gebaut und sind mit der Bildung ein bisschen vorangegangen. Jetzt müssen wir nur gerade gucken, das war die Karte, wie war das? Ne, Z ist reinzoomen, F ist so, okay. Dann schauen wir mal weiter. Ja, unten ist ein bisschen blau noch gefragt. Sollten wir hier noch ein bisschen blau hinzufügen? Wo fahren die rein? Da. Das haben wir freigelassen für da. Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen Verkaufsecke machen oder so. Da haben wir Feuerwache. Ja, können wir da noch ein bisschen machen. Und da ist ein Petken. Vielleicht noch hier. Dann freuen die sich, wenn sie was zum Einkaufen haben, ne? Dann geht das gleich auch ein bisschen runter. Ach, hier haben wir eine ganze Straße mit Einkaufsmöglichkeiten. Vielleicht sollten wir die andere Seite auch noch nehmen, oder? Wo fahren wir denn hier rein in das Gebiet nachher? Da ist eine Kreuzung. Ja, dann machen wir hier noch eine Einfahrt hin, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das mal so hier noch ein bisschen für den Kommerz. Dann sind die auch glücklich. Und dann kommt eine Einfahrt hier rein, ne? Würde ich mal so sagen, ne? Macht man so. Ja, geht sogar nur so, okay. Dann kann man das tendenziell so machen, oder? Aber wir machen das lieber hier mit unserem Lieblingstool. Straße krümmen und alles ist gut, ne? Guck mal, geht sogar vorbei. Machen wir doch dann so, oder? So sieht es auch ganz gut aus, oder nicht? Und da geht's wieder raus. Passt, haben wir schön aufgebaut. Wie sieht's mit Wasser aus? Gibt's hier schon, wunderbar. Strom kommt dann von alleine. Und jetzt werden dann auch schon Gebäude gefragt. Hier haben wir schon im Zentrum der ganzen Geschichte, machen wir mal Dingens hier, kleine Häuschen hin. So, passt. Warte, da ist ein Kreuzungsbereich. Das ist noch hier. Das machen wir auch kleine Häuschen alles. So, 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 so und so. So, hier können wir ein bisschen Kommerz machen. Den machen wir auch niedrig. Und hier machen wir auch niedrigen Kommerz. So, dann ist natürlich wieder hier Bildung. Haben wir schon wieder. Ja, ist schon fast egal, wo du es wieder hinmachst, ne? Ja, machen wir es hier hin, oder? Zack. Dann haben wir da eine Schule und die andere kommt dann hier hin, oder was? Geht nicht. Geht dahin. Überschneidet sich dann allerdings ein bisschen. Ja, hier vorne gibt es keine. Komm, machen wir da auch noch eine Schule hin. Die Pettchen sind wieder das Wichtigste. Die dürfen wir nicht vergessen.
Da. Da. Hier geht das auch. Dann können die da kurz einen Weg gehen. Und hier machen wir das auch noch schnell hin. So, das bedeutet, hier geht's, da geht's. Hier wäre auch noch schön gewesen, aber das hat sich schon erübrigt, weil da gebaut wird, ne? Aber vielleicht geht hier noch was. Ja, cool. Dann geht da noch was. Okay, nächstes Mal müssen wir mal gucken, dass wir nicht zuerst bauen, sondern zuerst das hier machen, ne? Ja, komm, lass das weg. Passt schon. So. Im Kern haben wir es jetzt niedrig. Und hier machen wir definitiv hoch. Weil ich das gerne mache, zu dicken, fetten Straßen auch dicke, fette Häuser mache. Hier vorne weiß ich noch nicht. Ja, hier ist ja noch eine normale Straße im Prinzip, ne? Da müssen wir dann nochmal überlegen, was wir da machen. Vielleicht machen wir hier vorne zu diesen hier mal ein paar Büros hin, oder? Arbeitsplätze hier. Zack. Komm, machen wir so. Dann geht das auch noch. Weiß ich jetzt nicht, ob die das toll finden, aber wir machen es mal, ne? Und hier lassen wir noch ein bisschen was frei für weitere Häuser in Richtung, wir könnten ja noch irgendwas gebrauchen, ne? Eine Feuerwache zum Beispiel. Oder eine Polizeistation. Feuerwache wird ganz dringend benötigt. Wo ist denn hier das letzte? Da. Das würde bedeuten, die Feuerwache käme als erstes hier hin. Würde da aber auch noch abdecken. Ich glaube, hier geht's auch noch, ne? Ja, komm, dann machen wir sie hier hin. Passt. Alle sind glücklich. Polizei brauchen wir nicht. Arzt haben wir da und da. Ja, hier ist kein Arzt dann. Kommt der Arzt gleich daneben, oder? Ja, passt. Schule hatten wir, ne? Genau. Transportwesen total vernachlässigt bis jetzt. Da müssen wir definitiv dran arbeiten. Müllabfuhr ist abgedeckt. Wir uns keine Sorgen drum machen eigentlich. Hier unten fehlt es an Wasser. Okay, das bedeutet, da muss noch so eine Dingens hin. Fertig, oder? Zack, Wasser ist auch da, überall jetzt. Gut, läuft erstmal, oder? Friedhof. Friedhof wird noch gefragt, sehe ich gerade. Wie sieht es überhaupt mit Friedhöfen aus? Ach, wir haben ja doch da einige. Drei. Hier ist auch noch einer. Dann kann hier auch mal noch irgendwo einer hin, ne? Passt hier? Ne, passt nicht. Passt da, wird es hinpassen. So schön am Wasser ist doch schön, oder? Ja, können wir so machen. Okay, dann haben wir da einiges gemacht. Müll hatten wir da schon, alles ist gut. Strom gibt es hier auch. Ist aber am Limit. Gibt es dahinter schon was? Nein. So, da müssen wir dann überlegen, mal hier so einen richtig schönen hier da. Hier machen wir zu, ne? Mit einem Damm. Keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Da werden wir auf jeden Fall ein schönes Kraftwerk hinsetzen können dann. Das wird dann der Königssee, ne? Der zwar nicht mit Wasserturbinen gemacht ist, aber für unsere Zwecke werden wir das hier zweckentfremden. Gut,
Da sind wir schon mal weiter durch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie sieht es denn überhaupt hier so mit unserem Straßenverkehr aus. Okay, hier dreht sich noch alles. Es ist zwar rot, aber es bewegt sich alles. Hier ist auch gut. Diese Straße ist schlecht. Sieht es hier aus? Da geht's. So, was können wir mit dieser Straße hier machen, dass die besser läuft? Hier vor allem. Was haben wir da für ein Problem? Ampeln setzen. Da ist eine Ampel. Aber die Ampel muss geändert werden. Wahrscheinlich. Ja. Lass uns mal gerade erstmal nach den Spuren gucken. Diese parkenden Autos, die gehen da gar nicht. Was haben wir denn für Straßen hier? Ist das denn eine vierspurige Straße? Nein, ne? Was haben wir hier für eine asymmetrische dreispurige Straße? Könnte man die aufrüsten? Ich glaube ja, ne? Würde funktionieren. Ah ja, das finde ich richtig cool, dass die sich hier die Straße teilen dann. Weil rein ist ja nicht das Problem, sondern raus ist das Problem, ne? Jetzt, ach so, ist ein Bus, oder? Warte mal, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir das Stück da auch noch machen, ne? So, und dann können wir doch mal da oben die Ampel-Tool nutzen und dieses hier machen. Jetzt ist nur die Frage, wo wollen die alle hin, ne? Also er... wäre schon mal definitiv dahin, ne? Und gerade rüber auch? Oder nur Linksabbieger? Müssten wir mal gerade beobachten, wie die fahren. Die biegen alle rechts ab, ne? Ja, zu 99,9% Rechtsabbieger. Die dürfen auch zweispurig dann abbiegen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier eine Geradeausspur noch mit hin. Und anders brauchen wir das nicht. So, wie sieht's hier aus? Okay, da ist nur die erste Spur hier. Stehen sich aber auch schon die Beine im Bauch, ne? Hier sieht's auch nicht so dolle aus. Wie gesagt, das ist auch einspurig nur? Was ist das denn? Ne, zweispurig. Dann würde ich sagen... machen wir hier Rechtsabbieger und geradeaus. Und hier machen wir nur Linksabbieger. Nee. Die nicht da lang fahren. Aber wieso macht er das jetzt? Ich wollte nicht, dass der da links abbiegt jetzt. Wie kriege ich das wieder weg? Meine Güte, ey. Das funktioniert nicht mit zweimal abbiegen, Jungs. Ah, jetzt habe ich es rausgefunden. So, die können alle geradeaus fahren und auch da. Das ist nur ein Linksabbieger, weil der staut sich ja schon, ne? Wie wir sehen, hat das ja bis dahin schon eine richtig tolle Begegnungsstrecke. Hier ist sowieso nichts, das heißt, das können wir so lassen. Die sollen fahren, wie sie wollen. Hier haben wir
Vielleicht sollten wir das erste Stück auch dreispurig machen. Das macht einen ganz guten Sinn eigentlich. Aber das Ganze umgedreht. Gut, dann wieder hier hin. Dahin. Diese Kreuzung, die dürfen da, da und da fahren. Und die dürfen nur da und da fahren. So macht das Sinn, oder? Ja. So, und jetzt ist noch die Ampelanlage vielleicht mit der Zeitsteuerung dran, ne? Weil, oh, die kriegen das hier wieder nicht hin, ne? Warte mal, diese Spurwechsel kann man doch hier bestimmt irgendwo auch noch unterbinden, genau da. Also die dürfen nur nach rechts fahren. Und die dürfen auch nach rechts und nach links fahren, ne? Jetzt sehe ich das nicht. Ah, doch, passt, ist richtig. So, jetzt kommt der Verkehrsfluss hier aber ein bisschen wieder zu Gange, oder? Ich glaube schon. So, die sind natürlich jetzt hier noch ziemlich lang am Fahren. Also nützt nichts, wir brauchen eine Timesteuerung. Aber ich denke mal, diese Zeitsteuerung, die in dieser Kreuzung, die machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genau habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare dazu schreiben, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.